Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Ich freue mich, dass wir heute wieder diesen Termin haben und ich freue mich natürlich auch, dass Heiko wieder hier für uns die Zeit und Lust gefunden hat, das Webinar entsprechend zu veranstalten. Natürlich freue ich mich mindestens genauso viel, dass Sie heute live dabei sind, obwohl so schönes Wetter draußen ist. Vielen Dank für das Interesse. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXRed und wir schauen uns wie immer den Risikohinweis an, denn auch wie immer dient dieses Webinar nur zu Informations- und Schulungszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also ob der Heiko heute vielleicht auch einen Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, so, ich hoffe, dass mein Intro lang genug war, damit der Heiko auch seinen Kaffee mit Sahne fertig hat und ich sozusagen jetzt auch abgeben kann. Jo. Das ist doch mein Timing. So, ja. Dann genieß deinen Kaffee, aber auch viel Spaß und viel Erfolg. Ja. So, gut, dann auch an meiner Stelle oder von meiner Seite herzlich willkommen. Einen lieben Gruß an Andreas muss ich natürlich noch hier an der Stelle sagen. Vielen Dank wieder für die Übertragung. Genau, ich sehe mich hier gerade 100 Mal, aber ach hier, bei GoToWebinar ist es Bildschirm 3, bei dem anderen ist es immer Bildschirm 4. So, gut. Bei Zoom. Gut, ein bisschen doof. Ich habe hier noch einen total leckeren Rhabarberkuchen vom Wochenende. Den kann ich ja gar nicht essen, ich muss ja die ganze Zeit reden. Mann, nicht gut überlegt heute. Naja, so ist das schon mal. Dann erstmal herzlich willkommen nochmal an der Stelle von meiner Seite. Und ich habe für heute Ausbildungsanteil diesmal vorbereitet. Ich will mal hier nur noch mein Antwort-Frage-Fenster noch ein bisschen zurechtrücken, damit ich auch das lesen kann bei GoToWebinar. Falls ihr mir eine Frage stellt, klappt man das also mal ein auf. Teilnehmer sagt, er kann den Bildschirm nicht sehen, aber ich sehe ihn. Ich denke mal, die auch alle anderen Teilnehmer und eben in der Übertragung war der auch zu sehen. Also sollte funktionieren. Ja, also in meiner Moderatorenvorschau ist er auch zu sehen. Gut, für denjenigen, der den Bildschirm nicht sieht, einfachstes Mittel ist dann immer nochmal ausloggen, neu einloggen. Gut, ich habe das Thema heute mal vorbereitet, Verfallswochen. Denn wir sind jetzt in der Woche zum Verfall. Am Freitag ist wieder der große Verfall. Und das sind doch öfters spezielle Wochen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu mal ein kleines Ausbildungsthema, halbe Stunde. Ob es einen Trade heute geben wird oder nicht, werden wir dann sehen. Weil, wie gesagt, solche Wochen schon recht speziell sind. Und mal gucken, wie das Ganze dann hier entsprechend sich heute darstellt mit einem Trade. Die letzten zwei, ich glaube, Montag habe ich meinen letzten Trade gemacht im Nasdaq. Ja, und gestern habe ich gar keinen Trade gemacht, weil das Bild so grottig aussah, dass ich gesagt habe, nö. Gut, kommen wir mal zum Ausbildungsanteil. Wir gehen mal kurz rein. Also Verfallswoche gleich besondere Woche. Die Woche vor dem Verfall ist meist eine besondere Woche, weil Futures gerollt werden müssen von einem in den nächsten Kontrakt. Verfall bedeutet für Juni jetzt, dass am Freitag, dem 16. Juni, die Kontrakte für das Quartal verfallen und dann muss man in den September-Kontrakt wechseln. Und dieses Rollen, ich habe das ja euch jetzt mal hier am S&P 500 mitgebracht, das sieht man auch, wenn ihr euch hier hinten das anschaut, ja, dann seht ihr, dass hier entsprechend die Future-Kontrakte rausgehen aus dem Juni-Kontrakt, denn am Freitag zum Handelsstart ist das Ding tot, der bewegt sich nicht mehr, der Future, und alles, was noch offen ist an Kontrakten, wird dann über ein Cash Settlement dann ausgeglichen. Ja, und das war es dann gewesen. Und jetzt seht ihr hier, dass sich hier diese Zahl immer weiter nach unten bewegen wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch reingucken. Und die hier, das Open Interest, also die offenen Kontrakte, sich immer weiter erhöht. Gestern 321.000 dort rausgegangen und hier 492.000 Kontrakte neu hinzugekommen. Und so wird dann
versucht, über den, so wird dann ein Großteil gerollt. Natürlich werden auch Positionen geschlossen, aber es werden meistens sind so um die 2,5 Millionen Kontrakte im S&P 500 Futures, so im Open Interest eigentlich immer offen. Und dieses Rollen funktioniert halt so, dass ich wirklich aktiv, also es gibt jetzt nicht, dass ich sage, ich rolle von A nach B, sondern ich muss wirklich aktiv im Frontmonat, wenn ich jetzt long bin. Ja, ich bin jetzt als Beispiel 1 Million Kontrakte long im Juni-Kontrakt und ich will die in den September-Kontrakt reinrollen, also zu dem nächsten großen Verfall. Dann muss ich 1 Million Kontrakte verkaufen im Juni und muss 1 Million Kontrakte im September dann kaufen. Und das führt natürlich dann auch zu entsprechenden, klar, das machen Maschinen, aber es führt schlussendlich zu entsprechenden komischen Verhalten, weil wenn ich jetzt im Juni-Kontrakt ja was verkaufe, dann geht der Markt halt ein Stück nach unten und wenn ich im September-Kontrakt das wieder kaufe, dann geht es halt wieder hoch. Ja, ich habe dann auf das im Juni-Kontrakt den Verkäufer, im September-Kontrakt mache ich den Verkäufer. Das wiederum führt auch dazu, dass das, wer sich mit dem Thema Volumenanalyse befasst, auch hier ziemlich in Schwierigkeiten kommt in der Verfallswoche, weil ja das Volumen sich auch noch verschiebt. Ja, sehen wir dann gleich. So sieht es halt aktuell aus. Also einer der Möglichkeiten, warum ein Chart vielleicht nicht so oder warum der Markt sich nicht so bewegt, wie man das gewohnt ist, kann halt, dass die, kann sein, dass die Futures gerollt werden müssen. Vor allem im S&P 500 mit den größten Future. Da ist halt, geht schon richtig was um. Also ihr seht hier über eine 1,9 Millionen offene Kontrakte. Wenn ich die 900.000 nach oben drauf rechne, sind wir halt irgendwo bei 2,5, 2,8 Millionen. Wie gesagt, ein groß, also ein gewisser Teil wird ja auch einfach nur geschlossen mit einer Gegenposition. In USA ist es so, dass der Rollover am Mittwoch vor dem Verfall beginnt, sprich in der letzten Woche Mittwoch geht das dann los. Da gibt es einen richtig offiziellen Termin. Und ab da fängt das an, das ganze Volumen sich dann zu verschieben. Und man merkt das dann schon meistens am Freitag der letzten Woche, dass man dann reinguckt. Und dann hat ja auch einer geschrieben, krass, wie geringes Volumen ist denn da im Markt? Und ja, wenn man das nicht weiß, na, da, dass dann schon das Volumen abwandert in den September-Kontrakt. Ja, dann führt auch die Volumenanalyse eventuell zu Fehlannahmen. Und das muss man halt mit bedenken. Also man müsste theoretisch beide Kontrakte parallel beobachten, wenn man jetzt ernsthaft Volumenanalyse betreibt. Ja, oder man muss zumindest wissen, dass man halt dort, dass dort nur ein spezieller Umstand halt ist. Achso, das hatte ich ja schon geschrieben. Den Stand, also ihr seht hier im Juni-Kontrakt 321.000 verkauft und im entsprechenden September die 492 gekauft. Und das Volumen verlagert sich halt während des Handels immer mehr in den Folgemonat. Man kann eigentlich sagen, dass man am Montag, also jetzt diesen Montag, sollte man, wenn man US-Futures handelt, definitiv schon in dem Folgekontrakt sein, weil je weniger Volumen jetzt im Juni-Kontrakt drin ist, desto höher werden die Spreads. Plötzlich gibt es Sprünge im Markt und man denkt sich, was ist hier los? Und wenn man das nicht weiß, würde man eher annehmen, dass der Markt total verrückt spielt. Aber dabei handelt halt kaum einer. Das betrifft vor allem die US-Futures. Und hier jetzt als Beispiel US-Index-Futures wie den S&P 500, Nasdaq oder den Dow. Im FDAX ist es ein bisschen anders. Ich habe es einfach mit eingeführt, weil es ja auch ein Future ist, der jetzt auch am Freitag verfällt. Und da ist es so, da handelt man bis zum Donnerstag. Also da bleibt das Volumen fast bis zum Donnerstag konstant hoch. Und dann wechselt man, weil halt dort nicht, weil es dort einfach nicht so eine krassen Überhänge gibt, dass es so lange auch dauert mit dem Rollen. Ja, deswegen ist das so eine Eigenheit von dem Markt. Wie gesagt, in den USA haben wir einen offiziellen Rollover. Termin und es gibt auch so eine Grafik, die immer zeigt, wie viel offen ist, mit welcher Geschwindigkeit auch dieser Rollover gerade stattfindet. Da lässt sich auch einiges dazu sagen. Dann war noch eine Frage gerade von dem Michael. Hallo Heiko, wo kann man das im Web sehen? Und zwar, wenn ihr eingebt, ich kann den Link dann auch gleich mal reinkopieren. Also, wenn ihr hier eingebt, also ich habe bei Google eingegeben, E-Mini, S&P 500,
Open Interest oder OI, dann kam das schon und dann könnt ihr euch das hier angucken. Ich gebe euch einfach den Link hier rein. So, Antworten an. So, an alle. V. So, da habt ihr dann das Ganze und könnt euch das ja dann angucken. Genau. Wie gesagt, ist jetzt kein großes Highlight. Vielleicht für den einen oder anderen das erste Mal überhaupt sichtbar, der sich vielleicht noch nie so in der Tiefe mit einem Future behandelt oder befasst hat. Vielleicht jetzt krass, oh, 300.000 Kontrakte, ja, aber das ist Normalität, das ist jetzt nichts megamäßig Außergewöhnliches, muss man ganz klar sagen. Gut, dann ein weiterer Grund, warum Verfallswochen halt besonders sind, ist auch, dass neben den Futures gerollt werden, ja, Optionen verfallen. Und wegen dieses sogenannten Delta-Gamma-Effektes werden oder müssen Optionen unter Umständen immer aggressiver gehedged werden. Das liegt daran, dass sich mit dem Ende der Laufzeit immer wahrscheinlicher wird, ob eine Option im Geld ist oder außerhalb des Gelds, also verfällt sie wertlos oder bekommt sie einen inneren Wert, wenn der Markt halt über einem gewissen Basispreis halt drüber geht. Und wenn wir uns das hier anschauen, auch hier nochmal der S&P 500 mit dem entsprechenden aktuellen Verfall jetzt. Wir stehen knapp unter 4.400 Punkte im S&P. Und da ist es so, hier seht ihr es zum Beispiel, wir haben so circa ganz grob so 15.000 Kontrakte als Long-Überhang im S&P Future. Bei vier oder in den Optionen vielmehr bei 4.400 Punkten. Und wenn jetzt im Markt halt als Beispiel heute bei den News entsprechend heute Abend irgendwas rauskommt, kann es halt sein, dass in Richtung, ich mache mal hier, ja, wir haben jetzt hier die 4.400 Punkte. Ich schreibe mal eine 44. So, ach, kommen wir auf 4.400. Und dann kann es halt sein, dass wenn durch Hedging-Aktivitäten der Markt nach oben geht, durch Aussagen der Fed, dass wir dann halt hier in diesem Bereich diesen Überhang, den jemand auf der anderen Seite verkauft hat, muss gehedged werden. Und das wiederum passiert durch Käufe im Future. Und das kann halt den Markt relativ schnell und easy nach oben ziehen. Ist auch ein gewisser Sondereffekt, den man halt so auch nicht sieht, ja. Und das könnt ihr euch auch auf der Seite der CME angucken, indem ihr euch auch das eingibt, Open Interest, dann findet ihr das auch. Kann euch aber auch da den Link dazu geben, wenn ihr den wollt, kein Problem. Und das muss halt dann gehedged werden und damit kann auch ein Markt halt entsprechend massiv zum Verfall hin oder vor dem Verfall auch in die eine oder andere Richtung gehen. Wenn hier gewisse Basispreise erreicht werden und den Markt halt nach oben ziehen. Wir haben es heute im DAX gesehen. Im DAX ist das Open Interest nicht ganz so groß. Die Hedging-Aktivitäten sind wesentlich kleiner von den Future-Kontrakten. Aber wir haben es halt trotzdem gesehen, wie konstant der Markt halt schon so ein bisschen auch Richtung Allzeithoch heute gezogen ist. Aber so richtig wirklich jetzt an den nächst großen Basispreis, zum Beispiel 16.400, hat es den Markt jetzt nicht hingezogen. Dafür sind die Volumina ist dann doch zu klein, aber im S&P hier als Hedge durchaus ist das schon was. Das Bild leider ist auch nicht mehr ganz so aussagekräftig, denn das große Volumen hat sich vor allem in Optionen verlagert, die jetzt hier nicht mit aufgeführt sind, nämlich die nur einen Tag laufen oder halt 1 bis 5 Tage laufen. Da ist viel mehr Volumen, aber daraus lässt sich natürlich jetzt das längere Open Interest nicht wirklich mehr ableiten. Und vielleicht will man das halt auch darüber dann auch verschleiern oder will einfach über andere oder kann in anderen Produkten mit höherer Liquidität besser handeln. Das kann einer der Gründe halt sein. Also das wäre auch ein Grund, warum das Chartbild plötzlich anders aussieht, weil Hedging-Aktivitäten nach oben oder auch nach unten den Markt halt massiv beeinflussen können. Und ein dritter Punkt, warum die Woche vor dem Verfall eine besondere ist, kann sein, dass neben Future-Rollen Optionsaktivitäten auch Zinsentscheide kurz davor anstehen, die zusätzlich die Märkte beeinflussen und das halt kurz vor dem Verfall
Ist jetzt nicht immer so, aber so wie jetzt in diesem Monat ist es jetzt so, wir haben ja heute Abend 20 Uhr den Zinsentscheid, ja, und am Freitag den großen Verfall und das kann auch wiederum dazu führen, dass hier das eine Rückkopplung zulässt auf den Optionsverfall und auf das Future-Rollen wird es jetzt keinen Einfluss haben, weil das wird halt einfach durchgerollt. Ja, das passiert ja in jedem Quartal, aber natürlich kann so ein Zinsentscheid entsprechend diese Volatilität, die dann eventuell auftritt, den Markt halt beeinflussen und das führt dann dazu, dass wir hier eventuell größere Aktivitäten sehen, die halt durch die Optionsseite ausgelöst wird oder mit der Optionsseite, die dann entweder als Käufer oder Verkäufer in dem Markt halt auftritt und um da entsprechend das Optionsportfolio dahinter zu hedgen. Wie gesagt, heute Abend ist ja die Erwartungshaltung liegt bei 89,6%, dass wir keine Zinserhöhungen bekommen. Ja, und das ist natürlich auch ein Event, ja, wo man halt dann auch überlegen muss. Klar, ich meine, es ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, dass sowas stattfindet. Die Leute, die halt immer die Optionen handeln, die wissen das auch. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und das ist halt denen ihr Business und da ist das natürlich durchaus mit einkalkuliert. Aber trotzdem kann das halt, sorry, zur entsprechenden Verwerfungen im Markt halt führen. Genau. Und was kann das oder bedeutet das für unseren Handel? Für den Handel bedeutet das, dass wir hier eventuell entweder so wildes Hin und Her haben im Markt, wo man durchaus sagen kann, okay, das sind eventuell Rollaktivitäten oder halt auch zu anderen Uhrzeiten so eher abwartende Haltung aufgrund der kommenden Events, die dann dort anstehen, wie heute der Zinsentscheid bei der Fed oder wie gestern die Inflationsdaten, dass da der Markt dann so, wie gesagt, so stark überlappende Kerzen ja hat und sich nicht wirklich bewegt, wo man sich schon auch hier ganz gut vorstellen kann, keine Ahnung, in einer 5-Minuten-Kerze wird der Frontmonat verkauft und ich meine, das wird schon nicht so laufen, das machen Algorithmen. Aber das kann man sich irgendwie so relativ gut vorstellen bei so einem Hickhack. Zumindest ist es meine Erklärung und hilft mir einfach dabei, um das Hin und Her zumindest für den Kopf erklärbar zu machen, dass man hier sich richtig vorstellen kann, okay, der Juni-Kontrakt wird verkauft, der September-Kontrakt wird gekauft, deswegen gibt es halt eine Kerze runter, eine hoch. Ist halt meine simple Erklärung zumindest dafür. Ob es die Wahrheit ist, weiß ich nicht. Da ich keinen kenne, der so ein Rollover durchführt oder ein Handelshaus, die in großen Stile halt Kontrakte rollen müssen. Von daher ist das nur jetzt meine laienhafte Erklärung und hält mich zumindest aber davor ab, dort stark aktiv zu werden, weil man auch nicht weiß, wann es plötzlich mal losgeht. Und wenn dann der Markt halt so in eine Richtung halt geht, kann man durchaus davon ausgehen, dass es eventuell Hedging-Aktivitäten sein können, wenn große Optionspositionen reinkommen oder große Optionstrades reinkommen, die gehedged werden müssen, sodass man dann eher, dass der Markt halt konstant in eine Richtung läuft. Und da sieht man halt, da haben wir eine ziemlich, ja, unterschiedliche, innerhalb sogar eines Tages unterschiedliche Marktverläufe oder Marktstrukturen. Und das ist dann halt auch relativ schwer, da umzuswitchen. Also ich kenne einen befreundeten Händler von mir, der auch relativ groß also für private Verhältnisse würde ich jetzt mal sagen, groß im Future-Handel aktiv ist. Da ist es sogar so, dass der sich sagt, in der Verfallswoche handle ich gar nicht, weil diese äußeren Einflüsse wie das Rollen oder Optionen und so weiter oder wie jetzt so ein Zinsentscheid dazu führen, dass für ihn der Markt halt schwerer einschätzbar ist und das wiederum bedeutet mehr Risiko und das bedeutet halt tendenziell eher größere Verlustrisiken. Und wenn man halt in einem Bereich arbeitet, plus minus mindestens $10.000, muss man sich dann halt überlegen, ob man denn das bereit ist, diese Risiken halt einzugehen, ja oder nein. Und seine Erkenntnis, also seine persönliche Erkenntnis ist halt einfach, ich handle halt in der Verfallswoche nicht, hat sich für mich als eher vorteilhaft herausgestellt. Und vielleicht ist das auch für euch ein Hinweis an der Stelle zu sagen, ja gut, bei so einem Bild halt, da bleibe ich halt in der Woche davor oder zum Verfall raus oder minimiere meine Handelsaktivitäten. Und wer sich gestern auch den Nasdaq angeschaut hat, werden wir uns gleich mal angucken. Der sieht ja auch, das Bild sieht ziemlich grottenschlecht aus. Also zumindest schlecht greifbar. Man kann sicherlich überall immer mal reinspringen für 2, 3, 5 Punkte oder 10 Punkte oder whatever.
Aber das Risiko dahinter, das ist eigentlich ja das, was es zu beachten gilt, wenn denn plötzlich die Struktur sich verändert und man dann sieht, okay, ich muss da höllisch aufpassen, dass ich keine 20 oder 40 oder 50 Punkte minus einfahre, bloß weil ich halt irgendwo mal schnell reinspringen wollte und dachte, ich kann mal halt 5 Punkte machen. Ja. Das ist halt so eine große, der Klick ist halt immer schnell gemacht und das ist halt die große Gefahr an der Stelle. Genau. Und deswegen können wir ja jetzt nochmal uns dann, wenn Fragen dazu sind, dann gerne her damit. Ich habe auch den Twitch-Stream mit offen. Bedeutet, ich sehe das Ganze hier auch bei Twitch. Also wenn ihr da was habt, dann könnt ihr auch da Fragen stellen. Ich gucke da immer von Zeit zu Zeit rein, sodass ich euch auch mit auf dem Schirm habe. Genau, falls da was kommt. Ja, beim FDAX wird es eigentlich aus Sicht der Optionen, das ist aber weit weg, wäre es eigentlich erst gefährlich, als der DAX in Richtung 16.800 geht. Da wird es dann von der Optionsseite ein bisschen squeeze-lastiger, aber ich sag mal so, ich würde nicht unterstellen, dass wir bis Freitag in Richtung 16.800 gehen, aber nichts Genaues weiß man nicht, aber die Chance ist schon eher relativ gering. Ja. Eher war es so, wir können uns ja mal das für einen DAX nochmal schnell angucken. US-Börsen haben ja noch ein paar Minuten, bis sie aufmachen. Und wir gucken auf das Verfallsdiagramm vom DAX. Schauen wir uns das mal an, wie das gerade ausschaut. Und da sehen wir, dass wir hatten eine große Optionsposition bei 14.500. Ja, die verfällt wertlos. Die hatten einen Summa summarum Wert von ca. zwischen 50 bis 100 Millionen. Ja, die halt für die Seite, die die Option den Put long ist, also gekauft hat, das verfällt das Ding einfach. Das sind die, gehen die in den Mack, wie man so schön sagt, also vom Tisch halt weg. Irgendwo so 50 Millionen, denke ich mal, werden es schon mindestens gewesen sein. Die verfallen dann halt und die nichts größer. Optionsposition, wenn ich hier aufgehe, dann seht ihr das, die kommt erst bei 16.800 hier oben rein und hier unten nochmal bei 16.500 ist noch was, aber wir sind ja da noch gar nicht, wir sind ja erst bei 16.300 heute gewesen oder knapp darüber, da ist nicht wirklich viel. Ja, und dass der Markt jetzt nochmal irgendwie 500 Punkte steigt, also man sieht jetzt keine Kauforder. Es wäre aber schon so, also eine Möglichkeit gibt es immer, also auch wenn ich die halt sehr gering halte. Das heißt, wenn irgendwas passiert, was die Märkte extrem entlasten sollte, keine Ahnung, Paul erzählt, wir senken die Zinsen beim nächsten Mal, ja, könnte das vielleicht also eine Möglichkeit sein, dass der Markt morgen 300, 400 Punkte nach oben geht und dann wären wir schon relativ nah dran und dann könnte es auch zum Freitag hin 16.800 werden, aber die Aussage, glaube ich, die wird nicht kommen. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, schätze ich wahrscheinlich unter 5% oder eher 1% ein, aber trotzdem heißt es auch immer, wie beim Pokern kann es auch manchmal sein, ja, auf der letzten Karte, auch wenn die Chance nur 5% ist, dass die richtige Karte kommt oder so, kann sie trotzdem kommen. Ja. Und ob diese Option gezogen wird, wie gesagt, ich gehe davon nicht aus und sollte man auch nicht, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Genau, also das zum Verfall hin wäre das zumindest der einzige Grund in Richtung 16.500, 16.800. Wenn es Kaufdruck gibt im Markt, dann müssen hier entsprechende Kontrakte mitverkauft werden. Ihr müsst das Ganze, also diesen Block hier sind ungefähr 30.000 Kontrakte, durch 5 dividieren. Dann habt ihr ungefähr den Wert an Kontrakten, die im FDAX gehandelt werden müssen. Also Taschenrechner. 35.000 durch 5, ja, 7.000 mal 0,5, ja, sind dann schon ein paar Kontrakte. Ja, nochmal 2.000, 3.000 Kontrakte, die da gehedged werden müssen, auf dem Weg nach oben. Das ist schon einiges an zusätzliches Kaufvolumen. Ja. Gut, das soweit mal zur Verfallswoche und zu den Märkten. Und jetzt können wir hier mal reingehen, gleich in den Markt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, wer sich manchmal fragt, wo es entsprechend auch die alten Aufzeichnungen gibt, weil ich das die Woche als Frage hatte. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht man auf die Seite vom
von FX Flat und dann auf Playliste gehen. Und dann müsst ihr hier, wenn ihr jetzt zum Heiko Behrendt wollt, relativ weit runtergehen und dann könnt ihr euch hier die Playliste angucken. Ansonsten selber, ich habe auch auf meinem Kanal eine entsprechende Playliste von FX Flat. Und da auch auf Playliste gehen, muss ich mal neu anordnen. Ich weiß nicht, das hat sich hier irgendwie, hat es das Ganze hier zerhauen. Normalerweise war das hier mal ein Raster gewesen. Ja, und dann könnt ihr euch das hier auch die Playliste ansehen. Und ich hatte hier mal das ein oder andere ja, geschnitten auch mal. Also da könnt ihr euch das vom letzten Mal anschauen. Da ging es um das Thema Gaps. Was ich hier entsprechend mit drin hatte. Mut zur Lücke. Ich glaube, da war es so gewesen, ja, ich habe es knapp verpasst, einen Trade zu klicken. Genau, und ja, knapp verpasst. Daran erinnere ich mich. So. Ja, stimmt. Ja, das war wirklich, ja, schon gedanklich abgeschlossen. Und dann kommt der Trade, auf den man gelauert hat, und dann. Naja, so ist das. Dann kommt hier noch gerade eine Frage rein, auf die ich nochmal eingehen würde, bevor wir uns mit dem Markt befassen. Na, muss noch kurz weiterziehen. Hallo Heiko, Frage: Kann es sein, dass jemand nicht in den kleinen Zeitebenen geeignet ist zu traden, sondern sagen wir nur ab M15 oder H1 oder gibt es sowas statistisch oder kann man jeden es beibringen? Also ganz klar ist, kurzfristiges Handeln, so wie ich es betreibe, ist nicht für jeden gemacht. Und eigentlich sollte man Börse, das ist immer eine oft geführte Diskussion auch, manche wollen halt im kurzfristigen Stil handeln, können es aber gar nicht. Und spätestens, auch wenn man bei mir jetzt. Also ich kenne einige Trader, auch in meiner Coaching-Gruppe oder die den Skype-Trading-Kurs gebucht haben, ist es auch so, dass da aber trotzdem die Leute mitkriegen, okay, ich kann den Markt nicht so lesen, wie ich es bräuchte, um im kurzfristigen M1 oder M5, also 5-Minuten-Chart, erfolgreich zu sein. Ich kann es nicht. Also ich kriege das einfach nicht hin. Und dann merken Sie, okay, ich muss auf höhere Zeitebenen wechseln. Trotz alledem kann man das Wissen aus dem Kurs auch ummünzen, weil ich sage jetzt mal, eine Trendbewegung sieht in einem Tag, also wenn ich Zeiteinheiten wegnehme von einem Chart, kann fast keiner sagen, ist es ein 1-Minuten-Chart, ein 5-Minuten- oder ein Tageschart. Ja, das kann man relativ schlecht erkennen. Beim Tageschart kann man es doch einfacher erkennen, wenn man jetzt so ein Bild aufmacht. Denn in einem Tageschart sieht man halt Gaps, also Eröffnungslücken, die aufgrund des Wechsels des Tages halt zustande kommen. Und dann müsste man, okay, das ist ein Tageschart. Aber prinzipiell muss ich ganz klar sagen, ja, man sollte für sich aus halt schauen. Oder wenn mich jemand fragt, Heiko, ist denn der Skype-Trading-Kurs was für mich? Dann frage ich, machst du bereits Skype Trading? Dann sagt er vielleicht nein, aber ich fühle mich halt, ich kann Positionen nicht lange halten. Positionen nicht lange halten können, kann durchaus ein Punkt sein, um im Skype Trading zu landen, weil auch ich habe einen Mangel daran, Positionen laufen lassen zu können. Ich kann das einfach nicht. Ich habe das in meinem Leben hunderte Male probiert und es ist so oft daneben gegangen. Also da muss man das halt auch akzeptieren, dass man es halt nicht kann, ja, oder dass man halt ausgestoppt wird. Also ich probiere es immer mal wieder, Position laufen zu lassen, aber es gelingt mir halt nicht. Ich krieg es einfach nicht gebacken. So, wir haben bei uns in der Gruppe einen, der kann Position laufen lassen. Natürlich gibt es da auch Vor- und Nachteile, dass man halt vielleicht unter Umständen großartig erstmal eine Position gegen sich läuft oder von einem deutlichen Gewinn läuft erstmal deutlich in den Verlust als Beispiel. Ja, wir gehen halt hier long in diesem Bereich und plötzlich sieht man, dass der Markt halt ansteigt und dann kommt er erstmal hier auf Null zurück oder vielleicht sogar leicht ins Minus, bleibt aber über dem Stop-Loss und am Ende des Tages geht der Markt nach oben und dann kann man hier oben aussteigen und man sieht dann bei dem Trader, oh yeah, der hat es wieder hinbekommen, ja, hat den Trade halt laufen lassen und hat dann so eine Striche da drin, ja. Wie gesagt,
Ich habe sowas x-mal probiert, ich kann es nicht und das muss ich akzeptieren und deswegen handle ich halt nicht in diesem Stile. Was ich aber für mich herausgefunden habe oder vielmehr waren auch in meinen Anfangszeiten es so, dass ich gemerkt habe im Stundenchart, ich bin total weit vorne im Gewinn, ich kann über den Stundenchart meinen Stop-Loss nicht nachziehen aktuell und dann musste ich halt viele meiner Buchgewinne mal abgeben und bin vielleicht plus minus null oder auch im Minus halt ausgestoppt worden. Und ich habe halt für mich meine Analyse festgestellt, ich kann den Markt halt gut lesen. Das ist halt eine gewisse Qualität, die man halt hat. Genauso wie bei einem Fußballspiel. Der eine hat Qualitäten, den Ball halten zu können, der andere kriegt es gar nicht hin. Der andere kann eher verteidigen und grätschen. Und der andere ist eher der filigrane Dribbler, der dann halt eher im Sturm gebraucht wird. Und so sollte man eigentlich hergehen und sich mal fragen, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen? Und stresst mich vielleicht auch der Handel in einem 1- und 5-Minuten-Chart. Es gibt genug Nachteile. Ich habe auch Videos gemacht über Vor- und Nachteile im Scalp-Trading. Findet man sicherlich bei YouTube auch. Dürfte sicherlich auch bei FX Flat, dürfte auch eins dabei sein. Und da sieht man auch, der Nachteil ist natürlich, man muss halt oft viele Entscheidungen treffen. Und wenn man da zum Beispiel nicht diszipliniert ist, nicht emotional gefestigt ist, können halt viele Entscheidungen und vor allem viele Fehlentscheidungen dazu führen, dass man halt komplett ausrastet und dann sein Depot vor die Wand fährt. Ja, also von daher würde ich sagen, man sollte seinen Handelsstil, egal welcher Handelsstil das ist, nach seinen persönlichen Überzeugungen, Glaubenssätzen und nach seinen Stärken und Schwächen aussuchen und nicht andersrum. Also nicht bei YouTube suchen, was ist die beste 1-Minuten-Scalping-Strategie, wenn man gar nicht der Typ dafür ist. So, und dann kommen halt welche auf die Erklärung, okay, charttechnische Analyse, so wie ich sie betreibe, ist völliger Mumpitz für Sie, für mich okay. Für Sie ist vielleicht Volumenanalyse. Andere kommen halt daher und sagen, für mich macht Elliott-Wellentheorie am meisten Sinn und analysieren die Märkte unter Elliott-Wellentheorien, wo ich sage, viel zu kompliziert kann ich nicht. Und dann gibt es wieder andere, die zeichnen einfach einen Strich sich in der Landschaft und sagen sich, okay, da hält der Markt an oder da geht er durch und traden das relativ simpel. Und so muss man an den Markt rangehen. Also ich würde immer anfangen, geh auf die persönlichen, auf deine eigenen Stärken und Schwächen und suche den Handelsstil dazu, weil dann ist es einfacher, nämlich an deinem Handelsstil dran zu bleiben, vor allem, wenn es mal nicht so läuft, wie du es erwartest. Ja, so würde ich die Frage beantworten. Bin jetzt wieder draußen rum, aber ich hoffe, dass dann dieser Gesamteindruck der Fragenbeantwortung dann dazu führt, dass man sich vielleicht mal von der anderen Seite dem Thema Trading halt nähert und nicht von dem Thema Strategie, Profitabilität, Trefferquote und den ganzen Bums, was man am Ende, was kein weiterhilft, wenn man das nicht umsetzen kann. Ja? Und man kann ja auch, und das Schöne ist ja, mittlerweile gibt es ja für jeden Part, gibt es ja öffentlich auch Trader. Und dann kann man sich fragen, kann ich da mitkommen? Also wenn ich jetzt jemanden habe, wie jetzt Andreas bei Twitch gerade, das ist halt ein astreiner, antizyklischer Trader. Ich bin kaum antizyklisch, also ich handle auf einer gewissen Art und Weise auch antizyklisch, aber ich bin nicht so dieser extrem antizyklische Trader. Also ich könnte mit dem Stil halt nicht umgehen. Wenn man jetzt sich da das sich anschaut und da ihn beim Trading zuguckt oder seine Trades verfolgt und sagt, ey, das ist genau das, das macht mir Sinn, das gefällt mir, dann ist das der richtige Ansprechpartner. Dann sieht man einen anderen Trader, oh, der macht hier, der scannt hunderte Märkte und hält die ganz lange. Dann ist das ein guter Stil. Das macht Sinn. Damit kann ich mitgehen, ja. Und wenn man das nicht mitgehen kann oder die Gedanken nicht aufnehmen kann, dann ist es ja nicht der richtige. Und wenn man sich jetzt hier nochmal, nur mal als Beispiel, sich mal anschaut, auch von der Seite von FX Flat, auf der YouTube-Seite. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe. So, jetzt seht ihr hier ja, da seht ihr ja Haufen unterschiedlichster Ansätze. Traders Talk. Ja, die kommen auch von einer ganz anderen Seite. Dann irgendwelche andere Marktanalyse, DAO-Theorie, was auch immer. Unterschiedliche Typen hier, oder wer den Dirk Hilger, ja, der auch immer seine Live-Tradings macht. Wer damit kommen kann, ist gut und wer nicht, halt nicht. Oder der Martin oder Oliver Najar, ja, der Markttechnik macht. Oder der Timo, der halt sehr, sage ich mal, strategisches Handeln macht, sehr, sehr technisch versiertes Handeln, also mit Handelssystemen und so weiter.
Ja, das muss man für sich rausfinden. Also wenn er das rausfindet, dann und man weiß, wo man hin will, dann schaut man auch nicht mehr rechts und links. Ne? Und ich bin halt der Typ, der da ist für jemanden, der gut den Markt lesen kann, viele Entscheidungen treffen will und nicht lange im Markt sein will. Der ist halt bei mir richtig. Und deswegen empfehle ich auch jedem immer nur den Kurs, der annähernd in diesem Bereich aktiv ist. Ja, und genau. Gut. Dann gehen wir mal auf den Markt. Die Märkte haben jetzt erst 7 Minuten schon offen. Und wie gesagt, ich bin trade-technisch sehr defensiv aktuell. Und mal gucken, was es da heute gibt. So, gut. So ein bisschen vom Aufbau her ist es bei mir so, dass ich halt ja, in der Mitte halt einen Trading-Bildschirm habe, rechts ein paar größere Zeiteinheiten vom Nasdaq und dann habe ich halt meine Einzelwerte und die habe ich jetzt hier mittlerweile so um den Chart so ein bisschen drumherum angeordnet und es geht mir nicht darum zu sagen, ja, die eine Aktie fällt oder steigt, sondern es ist halt schon so, dass es immer mal wieder gewisse Einzelaktien gibt, die halt den Markt halt wirklich extrem beeinflussen. Also sehe ich auch eine Rallye in Tesla, ja, oder in Nvidia, die dann halt schon dazu führen, dass der Markt dann aufgrund dessen halt deutlich fällt und da gucke ich dann. Oder wie den einen Tag auch, da ist die Apple-Aktie als einzige zwar gestiegen, aber der Markt ist dann halt immer so, ja, ist so gelaufen. Apple-Aktie ist gestiegen, dann hat sie aufgehört zu steigen, dann kam der Markt etwas zurück. Apple-Aktie ist wieder angestiegen, der Nasdaq dahinter wieder hoch. Ja, und am Ende konnte ich da halt gut mitgehen. Es kam zwar nicht dieser Move, den ich am Ende erwartet hatte, der blieb zwar aus, aber trotzdem war es für mich okay und ich konnte halt, ich hatte zu irgendwo einen Bezugspunkt zu sagen, okay, mit der Aktie mitzuhandeln macht halt Sinn und die war die einzige Aktie, die das Tageshoch gebrochen hatte und da ein bisschen mehr Gas gegeben hat und dann ist halt dann immer die Überlegung klar, wenn mehr Aktien nachkommen, dann kann es halt natürlich weitergehen nach oben, kommen halt keine Aktien mehr nach, dann wird der Markt vielleicht hier auch ein bisschen mehr nach unten fallen. Ah ja, das war, glaube ich, der Dienstag gewesen, wo es dann am Abend nochmal so hochging, aber da war ich dann nicht mehr am Desk gewesen. Da kamen dann die anderen Aktien nämlich alle nach. Und da sind auch alle Aktien mit einmal gestiegen, wo man dann auch wieder weiß, das kommt wirklich aus dem Future raus, wenn halt alle Einzelaktien in eine Richtung gehen. Und da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, wo liegt die Order? Liegt die Order im Future oder liegt sie halt hauptsächlich in den Einzelaktien? Und das kann dann halt schon hilfreich sein. Wenn man jetzt so wie jetzt hier sieht bei der Google-Aktie, die halt doch durchs Tagestief hier gefallen ist, ja, und andere Werte stehen halt eventuell sogar eher nahe dem Tageshoch, ja, dann kann das schon dazu führen, dass man sagt, okay, wenn jetzt die anderen Aktien anfangen zu steigen, die Google-Aktie sich ein bisschen erholt, dann könnte das vielleicht eher einen Long Trade auch im Future für mich bedeuten. Ja, so nutze ich das Ganze. Ja. Gut, dann von der analytischen Seite her sind wir eigentlich heute ohne Gap reingekommen, so ziemlich. Sehen hier den Drop auf der Unterseite. Mal gucken, ob man hier einen guten Trade rausbekommt. Ansonsten seht ihr ja hier auch rechts nochmal den 15-Minuten-Chart und dann seht ihr das Bild auch von gestern, wie der Markt da halt runtergefallen ist. Das ist ja jetzt eigentlich ganz gut. Da müssen wir mal gucken, ob da ein bisschen was nachkommt. Auf der rechten Seite seht ihr, das sind ja aktuell. Ich glaube, aktuell ist es nicht verbunden. Normalerweise ist es hier auch mit FX Flat, den Datenstream hier verbunden vom Nasdaq Future, aber ist hier aktuell jetzt nicht. Ist von einem anderen Datenanbieter gerade jetzt der Feed. Aber was man hier jetzt sieht in dem Orderbuch ist, dass ich alles über 15 Kontrakte gehighlightet habe. Und da kann man dann hier und da mal ein bisschen was erkennen, wie so Kontrakte weggezogen werden, wo der Markt dann an etwas größeren Kontrakten halt blockt und so weiter. Nutze ich halt immer mal. Oh, hier gab es eine große Order bei 15.100. Da sind wir auch im September-Kontrakt. Also wie gesagt, bin überall im September-Kontrakt. Mittlerweile logisch, habe ich ja gerade in der Ausbildung erklärt, wieso, weshalb, warum. Also hier an der runden Marke im Future relativ hohes Size hier, 400 Kontrakte, die ja gedreht worden sind.
Gut, ja, dann schauen wir mal, ob was sich ergibt in Richtung 16 Uhr. Ich würde heute auch gar nicht so lange machen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen platt. Mich ärgert der Heuschnupfen massiv. Und ich kann eigentlich jetzt nur gerade so reden, weil ich eine Tablette genommen habe, aber die Nebenwirkung der Tablette ist, die macht relativ müde. So, und da hilft auch der beste Kaffee nichts. Ja. Gut. Dieses Jahr ist wieder stark. So stark hatte ich es in den letzten. Ich habe mein Schatzi kenne ich jetzt schon 10 Jahre und in den 10 Jahren habe ich es nicht einmal so stark gehabt wie dieses Jahr. Also es ist jetzt über 10 Jahre her, dass ich überhaupt sowas brauchte. Ja. Also vielleicht Ja. mal eine Tablette im Jahr war mal so, aber jetzt dieses Jahr habe ich jetzt schon fast eine ganze Schachtel verbraucht. Also das Ja, ist wirklich meine Frau hat dieses Jahr auch sehr stark damit zu kämpfen. ja wirklich krass. Also ja, es regnet einfach nicht, dass die ganzen Pollen mal runterkommen, sondern die ganze Zeit schwirren die halt in der Luft darum. Ja. Gut, also wir haben jetzt erstmal hier den starken Aufkauf vom Tief. Finde ich schon mal ganz gut. Und ich muss halt husten. Ja. Jetzt werde ich mal gucken, und zwar auf Folgendes. Wir haben jetzt hier den starken Kauf vom Tief aus weg. Und worauf ich jetzt achte, wäre jetzt in der nächsten Folge 5-Minuten-Kerze oder was sollte das Ziel sein? Ideal wäre natürlich, oben rechts haben wir den Stundenchart. Wenn der Markt jetzt hier in der Stunde so hochgehen kann, wäre das natürlich cool, weil man hätte einfach nur unten das rausgeholt, die Tiefs rausgeholt und kann jetzt steigen. Heißt, in der nächsten 5-Minuten-Kerze möchte ich eigentlich schauen, ob ich hier irgendwo in diesem Preisbereich hier unten Richtung 15.080 Long reinkomme, um dann im besten Falle eine nächste 5-Minuten-Kerze oder die nächsten 10 Minuten nach oben zu sehen. Also da warte ich jetzt mit Spannung drauf. Also diese starke Reversal zumindest zeigt, man möchte das Tief ja haben oder möchte es kaufen. Und wenn das Ding nicht komplett in sich zusammensackt, dann wäre das für mich schon die Idee. Und da hilft mir dann so ein bisschen auch vielleicht die Einzelwerte bei dem Überblick zu gucken, okay, sind wir jetzt auch in der Google-Aktie das Reversal oder auch in den anderen Einzelwerten, was ja ein bisschen helfen kann. Und im Orderflow, wie gesagt, ich analysiere das jetzt nicht klein-klein, sondern es kommt dann so ein bisschen drauf an, vor allem wenn der Markt an solche etwas gehighlighteten drankommt. Ich meine, der kann da auch immer mal 10 Punkte durchrutschen. Wir haben es vorhin gesehen, so 400 Kontrakte bei 15.100, also die 15, 16 Kontrakte hier sind, die werden in einer Sekunde oder unter einer Sekunde auch weggehandelt. So ist es jetzt nicht. Aber manchmal ist es dann halt so, man sieht, keine Ahnung, als Beispiel, wir haben hier so einen Block hier und der Markt fällt da drauf, geht wieder hoch, dann werden wieder Kontrakte reingestellt, fällt wieder drauf, kommt wieder hoch und dann merkt man, okay, da ist halt irgendwas. Ja, das sieht man dann halt, ja. Oder jetzt hier oben, ja, da sind 15.107, sind jetzt 60 Kontrakte und da seht ihr hier, wie breit, also wie viele Kontrakte hier oberhalb von 15 sind. Also wenn ich jetzt mal das Bild so anhalte, dann sieht man, dass da oben relativ viel auf der Sell-Seite liegt. Und wenn natürlich diese Sell-Seite hier weggenommen wird, relativ einfach und easy, dann weiß ich, okay, man will auch diese großen Kontrakte halt hier verkaufen. Die 60 Kontrakte, die gerade hier lagen, ja, das sieht man dann, da braucht der Markt nicht mal ein Sekündchen. Ja, dann seht ihr, hier sind die 70 Kontrakte dort durchgehandelt. Aber das gibt mir halt einen Hinweis, wie aggressiv die Player halt hoch wollen. Und wenn jetzt der Markt zum Beispiel bei solchen großen Blöcken oder bei so vielen Kontrakten nur ranläuft und davon wieder weggeht, ranläuft und weggeht, dann weiß ich, okay, da ist keiner bereit, das Volumen da oben wegzunehmen und dann habe ich da halt eine Idee dazu, dass ich da vielleicht jetzt nicht unbedingt reinschorte. Rein long gehe. So, sorry, rein long gehe. Gut. Ja, jetzt haben wir die nächste Minute mal sehen. Also ich bräuchte jetzt auf alle Fälle erstmal, dass der Markt ein bisschen runtergeht. Von der Short-Seite her im 1-Minuten-Chart, hier sind wir, machen wir mal die 1 Minute auf, da sind wir so ein bisschen immer noch in der Möglichkeit, dass wir hier short bleiben, weil wir aktuell jetzt nur den Retest dieses Ausbruchsbereichs hier hatten, der 15.109. Machen wir die Linie blau als charttechnische Marke.
Also das ist so ein Punkt, ne? Wenn man jetzt so die Struktur jetzt sieht, ist es ja so gelaufen, wir sind da durchgefallen, runter, Retest an diesen Ausbruchsbereich dran und jetzt könnte es hier natürlich auch nach unten gehen. Aber ich möchte jetzt sehen, dass der Markt halt hier ja etwas höher geht. Ich bräuchte ein bisschen einen Rücksetzer in die 5-Minuten-Kerze hier hinein, das hätte mir ganz gut passen. Hier oben jetzt einfach long aufzuspringen, werde ich nicht machen. Bin ich kein Freund davon. Kann natürlich sein, dass jetzt hier genau diese Umkehr, die wir jetzt hier im beginnenden Stundenchart sehen, haben jetzt noch 13 Minuten halt verpasse, aber es ist dann halt so. Ja, ich kann jetzt hier nicht einfach reinspringen, also ich mache es nicht, dass ich jetzt hier reinspringe und dann irgendwo einen Stop habe von 20 Punkte und der Markt in einer Minute nochmal kurz 20 Punkte oder hier der Stop ist in 28 Punkte. Die will ich halt gar nicht mehr leisten, weil ich jetzt da oben, ja, bei 28 Punkten müsste ich ja ans Tageshoch gehen. Also von daher macht das jetzt für mich ja keinen Sinn, den Trade zu eröffnen. Es sei denn, ich sehe hier etwas höher im Orderflow was, wo ich dann sage, okay, das macht vielleicht Sinn für mich. Positiv für die vielleicht den Dip gekauft haben, wäre jetzt hier, dass der Markt im besten Falle diese 1-Minuten-Kerze hier hält und verteidigt, das wäre noch okay. Mal gucken. So. Also wie gesagt, der Drop, wie es gerade jemand hier geschrieben hat bei Twitch, ja, der wurde jetzt gut gekauft. Müssen wir mal kurz reingucken, ob es hier nochmal eine Frage gab. So, also das sieht schon mal ganz gut aus hier im Sinne so ein bisschen einer Order, dass wir auch das Tief dieser 1-Minuten-Kerze direkt gekauft haben, gekontert haben. Wo wir jetzt mal gucken, wie ich da reinkomme. Ist halt, wie gesagt, sehr weit oben. Also zum jetzigen Zeitpunkt weit oben. Wir sind zumindest über der 15.110 drüber. Ja. Mal schauen. Das Problem ist halt, je höher der Trade jetzt läuft, desto schlechter für mich, weil wir halt dann auch je höher wir laufen, man sieht das ja auch auf der rechten Seite oder hier im 15-Minuten-Chart, kann man das ja mal einzeichnen. Ja, da haben wir am Ende ja als Widerstand die Hochpunkte hier und je höher es jetzt geht, desto näher kommt der Markt ja an die Widerstände und desto unattraktiver ist halt der Long Trade. Aber wenn es jetzt so ohne Rücksetzer hochgeht, ja, dann gucke ich halt dazu und bleibt mir halt nichts anderes möglich. Hier drunter sieht man es auch nochmal im 15-Minuten-Chart ein bisschen besser. Ja, also ich müsste jetzt hier reinkaufen. Ja. Frage von Heike. War Heike heute wieder super, was du erklärst. Wann kann man das Video ungefähr sehen? Das ist eine Frage an den Nelson. Also meistens dauert es gar nicht so lange oder 2 Tage. Mittlerweile ist es bei euch online, oder? Naja, wenn jemand so lieb fragt, dann versuche ich doch alles, dass es morgen schon online ist. Na, das ist der Heike. Fragen hilft da. Wir drängeln uns in der Reihe vor. Genau. Musste dem Schnitt, dem Schnitt sagen hier, zack, zack. Genau so will ich das sagen. Zack, zack. Ach Mann, ja, man sieht hier schon so ein bisschen auch hier in den Einzelaktien, ja, da ist auf alle Fälle ein bisschen Druck da. Denke mal, der Block nach unten wurde vor allem so ein bisschen auch ausgelöst durch die Google-Aktie, die durch das Tief gefallen ist. Ja, sonst ist ja keine Aktie so tief gefallen mit dem Gap. Und hier sieht man jetzt das Reversal und das sieht man ja auch im Einzelchart. Und wir bewegen uns jetzt so in so einem, man nennt das in so einer Kasse-Order nach oben. Hier wird es sogar jetzt ein technisches Setup kommen, aber es handelt sich jetzt hier in dem Kassetrend-Long nicht. Ich hoffe, dass es mich jetzt nicht bestraft dafür, dass ich es nicht handle. Nämlich das Box-Setup würde hier eintreten und zwar hier unter diesem Tief dieser 1-Minuten-Kerze wäre eigentlich ein Short in Richtung des Tiefs der 5-Minuten-Kerze. Wäre durchaus möglich. Und wenn es da sogar hinläuft, dann sogar Kerze ohne Lunte, wäre sogar optional bis darunter möglich. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt bestraft werde, wenn ich es nicht handle. Aber ich will in so einem, hier in diesem Long, ja, von Apple und Microsoft will ich jetzt nicht unbedingt dagegen gehen.
Also wenn er jetzt auch in der Minute das Tief gar nicht triggert, dann ist das technische Setup auch passé. Ja, es müsste jetzt innerhalb dieser letzten 10 Sekunden müsstest du jetzt den Trade halt triggern, aber den will ich gar nicht handeln. Also ich möchte eigentlich nicht haben. Dagegen, also reines technisches Setup, Box Setup. Ja. So. Also ich werde gedanklich mit durchgehen, aber ich will, wie gesagt, ich will es nicht handeln. Ich sehe eher, dass hier eine Erholung ist, deswegen bleibe ich da an der Seitenlinie. Ja. Wird schon wieder hässlich, der Chart hier. Normalerweise würde ich sagen, geh mal Bier holen. Macht man nicht. Also muss man nicht unter Alkoholeinfluss handeln. Ja. Genauso wie man nicht Auto fährt unter Alkoholeinfluss. Dann gibt es ja auch So. alkoholfreies Bier. Ah ja, stimmt, hast recht, genau. Ach man, also ich komme da definitiv, also ich komme da nicht rein. Ich kann hier oben nicht technisch auch nicht long gehen. Ich brauche halt irgendwie einen Rücksetzer. Und was zumindest positiv ist von der Struktur, im 1-Minuten-Chart wird es relativ sauber gehandelt im Sinne von, und das war heute auch im DAX relativ gut zu sehen, vielleicht wenn ihr euch den DAX angeguckt habt. Diese Außenkerzen, selbst hier im 1-Minuten-Chart, halten wirklich relativ gut. Ja, auch hier diese 1-Minuten-Kerze, Außenkerze wurde nur verteidigt und auch hier die letzte sogar. Ja, und wir sehen halt nur Konsolidierung da drinnen und dann steigt das. Das gab es heute früh auch im DAX, im 5-Minuten-Chart. War das halt auch heute relativ gut zu sehen. Ja, die Frage, die ich mir natürlich stellen kann, ist, hätte ich hier unten diesen Long bekommen? Selbst da muss ich sagen, da hätte ich schon aggressiv reinspringen müssen. Ja, gab es jetzt nicht wirklich was, also ein Anzeichen. Also so einfach nur runter und einfach hoch ist immer schwer zu traden, weil man halt nie weiß, weil man sich immer erstmal gegen auch immer die Richtung stellt. Ja, also es geht ja hier runter und es kann ja sein, dass der Markt sich nur erholt und dann runter geht. Also der Long ist hier schon. Da weiß ich nicht mehr, ob ich den bekommen hätte. Also ich glaube eher nicht. Also wenn ich jetzt sozusagen mein Trading im Kopf so durchgehe, nach was ich handle, extrem schwer, da den Long zu catchen. Aber das gibt es ja auch. Und das ist ja auch das Wichtige, dass man halt für sich auch Signale klassifiziert und wie gesagt, im Skype-Trading zu sagen, ja, ich bin ja nur im Klein-Klein unterwegs und damit zu denken, ich kann ja zu jeder Sekunde klicken. Ja, man kann zu jeder Sekunde klicken, aber es kann halt auch immer der verkehrte Klick zur verkehrten Zeit sein. Ja, was dann dazu führt, dass man im Skype-Trading plötzlich auf einmal viel mehr Verluste macht als vorher im etwas längerfristigen Handel. Ja, weil man jeden Klick eine gleichwertige Bedeutung gibt oder eine gleich hohe Bedeutung gibt. Ich wollte euch nochmal, dass so wieder der DAX heute da hochgeschlichen ist, da wollte ich euch das nochmal kurz zeigen. Da sieht man es auch, die Außenkerzen, wie sie heute hier gehalten haben, sind alle gelb markierten Kerzen, sind Außenkerzen, also Kerzen, die zur vorhergehenden Kerze in dem Falle hier ein höheres Hoch haben oder außerhalb der Handelsspanne der Kerze davor geschlossen haben und das sind die ganzen gelb markierten und da ist der Markt halt einfach nach oben gegangen und das ging durch bis ans Allzeithoch dann schlussendlich. So, wir warten mal die Stunde ab. Mal gucken, vielleicht mit neuer Stunde könnte ich mir Folgendes vorstellen, also vorausgedacht. Muss hier ein bisschen breiter ziehen, damit er hier. So, mit neuer Stunde vorausgedacht wäre, wenn wir so ein Close bekommen, dass wir hier so einen kleinen Bereich bekommen, der dann als Docht fungiert. Und da könnte man dann vielleicht in 5 Minuten versuchen, durchzukommen, um hier diese Umkehrkerze auf der Oberseite mitzuhandeln. Wenn da der Move dann weitergeht, das wäre also das, worauf ich dann jetzt erwarten würde. Mal gucken, wie jetzt hier die Stunde hier schließt. Aber klar, wir sehen hier oben den Widerstand und das wird halt, ist halt das Gefährliche, dass wir dann zu hoch in diesen Widerstand reinhandeln.
Wenn der Markt halt squeezed oder deutlich durchgeht, dann ist es genauso wie auch im DAX. Da waren ja heute auch nach oben etliche Widerstände. Und das ist dann aber die Aufgabe des Marktes, wenn es weiter trendig läuft, durch diese Widerstände durchzuhandeln. Das ist ein zwingender Fakt. Also ansonsten kann es ja nicht höher gehen. Ja, dafür muss der Markt durch die Widerstände. Die Frage ist, haben wir jetzt das Potenzial, durch diese Widerstände durchzugehen oder nicht? Ja, bei dem Hickhack hier kommen wir einfach nicht rein. Also 10 Punkte seitwärts hin und her und dann zu gucken, ob der Markt dann nochmal ein bisschen Gas gibt, wird halt schwierig werden. Also, mal gucken, ob hier an der gleichen Stelle diese 1-Minuten-Kerze, die runtergegangen ist, ob die hier nochmal entsprechend was findet an Verkäufen. So, hier haben wir jetzt was gesehen, was auch immer wieder vorkommt. Also ein sogenannter Sweep. Also da hat jemand Market Sell verkauft. Doof ist, dass er jetzt bis jetzt nicht runtergekommen ist. Und zwar seht ihr hier auf der Seite, da wurde nur auf diesem Preisbereich von 104 bis 100, also auf 4 Punkte, nur auf einer Seite verkauft. Gab keine, der erste Käufer war erst hier oben bei 104. Ja, und das hat hier zu diesem kleinen Plop hier geführt. Also da hat wirklich nur jemand Market Sell, also ausgestoppt oder Market Sell gedrückt und den Markt von da oben direkt durchgeschossen mit einem Klick. Und dann sieht man, wird hier nur auf einer Seite gehandelt. Die Arbitrage führt dazu, dass der Markt dann wieder höher geht. Sowas kann man durchaus nutzen, wenn der Markt wieder dahin kommt zumindest, dass man dort schnell halt reinklickt. Also wenn der jetzt hier in diesem Bereich nochmal in den Bereich 104 reinkommt, dann wäre es durchaus eine Möglichkeit, da nochmal den Long zu nehmen. 107 war mal. Ja, das wäre eigentlich schon ausreichend gewesen. Ja, Sweep. Das Market, große Market Orders, die dann hier auf dem Markt treffen. Eigentlich ein guter Punkt. Ja, das wäre jetzt eigentlich aus dem Orderflow der einzige Punkt heraus, der jetzt Sinn gemacht hätte für einen Long-Click. Ich hatte den durchaus hier schon am Drücker, aber da möchte ich eigentlich so tief wie möglich. Jetzt gucken wir mal hier, ob da jetzt das durchgeht. Mal gucken, wie er hier an der 16 mit den 45 Kontrakten, die wurden jetzt weggezogen. Mal gucken, ob die hier wieder reinkommen, ob da nochmal was passiert, sodass man halt hier vielleicht zum Richtung Stunde jetzt doch die da mitgehen können. Also in der Stunde bis jetzt jede 5-Minuten-Kerze seit dem Tief mit dem höheren Tief, auch das letzte Tief hier ganz gut gehalten. So, neue Stunde, neue Akteure. So, gucken wir mal hier nochmal rein, wie die anderen Märkte laufen, also S&P und was sehen wir alle relativ identisch aus. Oh. So, jetzt gucken wir mal hier, wenn wir jetzt hier reinkommen, in diesem Bereich da, wo dieser Sweep war, wäre halt eine Limit-Buy-Order durchaus möglich. Ah, das wird jetzt klar spannend werden. Das Interessante ist vielleicht sogar hier, ihr seht hier das Tief ist die 104. Hier im Mikro, ich habe ja den Mikrokontrakt offen.
Und ihr seht hier im Mikrokontrakt ist das Tief dieser Kerze, wo es so runtergeschnippt ist, 104. Oh Mann, ey. 104. Und hier auf der rechten Seite seht ihr, ging das von 104 runter bis zu 100. Das sieht man auch, dass zwischen dem großen, den ihr auf der im rechts im Bild ist, der große Nasdaq Future, dass es da auch Arbitrageaktivitäten zwischen zwei Futures geben kann. Können wir natürlich nicht handeln. Aber da fehlen uns eigentlich 4 Punkte. Im Nasdaq Future im Großen würden wir das hier sehen. Wir können ja hier mal kurz auf die Minute gehen. Da würde man dann hier den Unterschied dann sehen. Ja, da sieht man hier. Ja. So, jetzt mal gucken, wenn der Markt hier hinkommt. Das ist hier der kleine Unterschied. Also hier, die Minute geht halt unter das Tief der Kerze, hups. Da unter das Tief der Kerze und hier gleich hoch, ne, von der gleichen Kerze. Ach Mensch, warum kommt der nicht runter? Also normalerweise will ich dann immer genau an der Grenze dort rein. Ja, ich so. Aber wer so die Möglichkeit hat, hier drauf zu gucken, der kann das machen. Also hier oben, das sieht ja schon wieder arg nervig aus. Das wären jetzt zwischen 11 und 21. Gut, sind 10 Punkte, sind halt $20. Ja, wenn diese Struktur so aufrechterhalten bleibt, lässt sich es durchaus da drin handeln. Aber wenn ich jetzt, macht aber jetzt nicht so viel Sinn. Klar sind $20 bei 240, je nachdem. Also für mich die Tendenz schon eher aufwärts in Richtung des Hochs. Hier unten sind wir jetzt nicht reingekommen. Also man muss hier irgendwie am Tief kaufen. Oh, jetzt wird das Buch relativ eng. Jetzt kann man hier sogar, wenn so viel rot und blau ist, kann man sogar die Stückzahlen erhöhen. Da heißt ja auch, im Future ist dann einiges los auf der Limitseite. Also dadurch, dass man jetzt hier viel Rot und viel Blau sieht, heißt, das Orderbuch wird immer dicker. Damit werden die Bewegungen meistens immer kleiner, weil man halt immer mehr Energie braucht, hochzugehen oder runterzugehen. Und damit es halt wirklich massiv durchgeht, brauchen wir jetzt wirklich richtig große Akteure, damit es dann da durchgehen kann. Ah ja. Schade, hier unten auf der 04 ging nur bis 0108 zurück. So, jetzt kommen wir hier oben in den Widerstandsbereich. Da macht es dann schon fast gar keinen Sinn, long zu gehen. Auf die letzten 10 Punkte müsste man, also ich würde jetzt hier dann anfangen, da oben zu warten, ob wir den Widerstand brechen, ja oder nein. Und dann wäre in der ersten Idee dann schon auch eher davon auszugehen, dass der Widerstand erstmal hält. Und dass wir jetzt, wenn wir da nicht wirklich mit einer 5-Minuten-Kerze da durchknallen, dass man da auch da oben dann mal guckt, ob die Shortseite halt entsprechend dann zum Tragen kommt. Kann natürlich einfach durchgehen, ganz klar. Dann wäre der Squeeze, würde der weiter nach oben durchgehen. Also wenn man sich jetzt mal hier den Stundenchart im Nasdaq zusammenzieht, ja, war das bis jetzt das Einzige an Korrektur, ja, dieser Block hier nach unten und ja, to the moon, wenn es da direkt durchgeht, aber nichts ist unmöglich. Guck mal, wie sie hier sich am Hoch verhalten, aber so richtig dick ist da noch nichts. Ja.
Wie kommt man da rein? Also es ist auch nicht so eine Struktur. Es gibt da auch ein altes Video, wo man in so einer Struktur dann durchaus auch hergehen kann und sagen kann, man versucht immer im unteren Drittel solcher Marken halt reinzukommen, der vorgehenden 1-Minuten-Kerze, um dann eine Position aufzubauen. Wie gesagt, das wäre jetzt hier irgendwo der Fall gewesen, aber es passt nicht zu der Struktur, die ich da dann sehen will. So. Also das war der bestmögliche jetzt Entry, zumindest in der Session, nach diesem Sweep hier zu gucken, wo man hier reinkommt. Und ja, ich hatte mein Limit Buy hier auf die 104 oder 105 gelegt, ja, 3 Punkte davor nicht bedient worden. Ist dann ärgerlich, aber es macht für mich auch keinen Sinn, hier Market oben in da reinzugehen, wenn das hier nicht rausgenommen wird. Also wenn der Bereich nicht rausgenommen wird, dann macht es keinen Sinn, da oben den Long zu gehen. Dann muss ich halt nach dem Breakout jetzt rein. Das ist dann auch schon, wie gesagt, sehr hoch in dem Widerstandsbereich drin. Und naja, ja, damit haben wir es verpasst. So, jetzt sind wir gleich am Tageshoch von gestern dran. Ärgert mich jetzt nicht massiv, aber die Long-Richtung hat zwar gestimmt, aber wie gesagt, der Trade an sich fehlt halt und das Setup war jetzt kein schönes. Und aufgrund der bisherigen Struktur auch gab es jetzt über die EMAs jetzt auch kein Signal, weil ja eher nur in der Range halt hin und her geht. Ja, und jetzt muss man halt hier oben überlegen, kommt der Markt hier genauso wieder zurück, wie er das in der Nacht jetzt hier mehrfach gemacht hat. Und auch mit den Zahlen. Oder heute 14:30. Ja, also sehen wir hier dann doch eher rückwärts. Deswegen muss man jetzt mal sehen, ob man da überhaupt den Long noch weiter fokussiert oder eher sich jetzt umdreht und nochmal eher auf die Short-Seite geht. Wenn jetzt die nächsten paar Minuten hier zeigen, so ein bisschen. So, die erste Reaktion. So, jetzt mal sehen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Sorry. Schauen, wie der Markt jetzt in der Minute hochkommt. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Typ, der einfach am Hoch reinklickt und sagt, der Markt hält hier an. Wie gesagt, gibt Leute, für die funktioniert das. Einfach am Hoch zu sagen, das war's und der Markt geht halt nicht weiter oder stoppt mich halt, wenn dann 20 Punkte höher aus. Ich brauche jetzt hier eine Umkehr. Heißt, diese aktuelle letzte Minute, die hier schwarz war, die darf jetzt nicht mehr gekauft werden. Dann könnte zumindest das ein Ansatz sein, dass ich hier auch auf die Short-Seite übergehe. Kauft man jetzt das hier einfach deutlich nach oben weg, dann ist es so. Ja. Dann lattet weiter long laufen. Also wer hier oben jetzt noch eine Frage kann, wer hier oben jetzt long gehen möchte, der muss zwingend davon ausgehen, dass die Bewegung auch von gestern weiter fortgesetzt wird. Also wer das nicht im Blick hat, der sollte da oben natürlich nicht long gehen. Ja. Ich weiß es aber auch nicht, ob der Markt da oben stoppt oder nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es im Widerstand ist und dass wenn der Markt halt sowas respektiert, das ist immer die Gretchenfrage. In einem Trend wird es garantiert gebrochen. Und irgendwann gibt es aber den Punkt, dass der Markt sowas halt nicht mehr wirklich brechen kann oder danach dann zurückkommt, weil er halt der Markt dann zu teuer ist und dann einfach zu wenige Käufer da oben warten. Aber wenn Käufer der Meinung sind, das ist ja alles noch günstig und bekommen wir ein tolles Geschenk von der Fed und da muss es noch viel höher gehen, dann darf der Markt da auch einfach durchgehen und von mir aus hier Richtung 15.200 laufen. Warum nicht? Aber für mich ist es halt so, Widerstand ist erstmal ein Widerstand und da muss der Markt mir halt zeigen, dass er da halt durch möchte. So, und das Einzige, was ich machen kann, wenn ich da an so einem Widerstand drinne bin, wäre gewesen,
dass man halt einen Trade halt hat, den man davor eingeht, also hier irgendwo, dass man hier drinne wäre. Wenn der Markt dann durchgeht, dann ist es schön, weil dann wird das bestätigt. Fällt er nach unten weg, kann ich den Trade plus minus null beenden und hatte die Chance, dass wenn der Markt seine Trendfortsetzung macht, mir mehr oder mir einen größeren Profit gibt. Und wenn nicht, kommt er zurück und ich bekomme halt weniger Profit. So. Aber ich mache keinen Verlust. Problem ist jetzt, wenn an der Stelle ich jetzt hier oben long gehe. Natürlich positiv ist, wenn ich da oben long gehe und der Markt geht halt durch, ja, und steigt halt weiter, dann habe ich auch einen Profit. Nachteil ist nur, wenn er hier oben nicht durchgeht, dann und im Widerstand reagiert, dann habe ich hier auf alle Fälle meinen Stop-Loss, den ich dann zu nehmen habe. Und dann ist halt die Frage, will man das so? Und rein aus Risikogesichtspunkten ist es so, ich möchte, wenn dann da oben eher nicht kaufen. Ja. Ich meine, es kann genau sein, man geht da oben short und der Markt bricht halt aus und rennt weiter. Das kann auch passieren. Aber dafür haben wir ja entsprechend Signale oder ein Setup, ein Regelwerk, was sagt, da sollte ich einsteigen oder nicht. Ja. Für mich ist es jetzt kein Regelwerk, nur weil ich einen roten Bereich eingezeichnet habe, zu sagen, ich gehe da jetzt short. Ja. So, was jetzt hier oben zumindest der Fall ist, ist, dass es immer mal ein bisschen runter geht. Noch nicht so viel. Da oben haben wir jetzt, mehren sich so ein bisschen die Kontrakte auf der 15.150. Mal gucken, was passiert. Hier sind überall hunderte Kontrakte. Also, da werde ich jetzt gucken. Typischerweise nimmt der Markt jetzt die Dinger halt einmal weg mit einem ganz kurzen, schnell, mit einer kurzen, schnellen Bewegung. Also 48, 95 Kontrakte, 80 Kontrakte, 40. Wenn es gut läuft, nimmt er die jetzt mit einmal weg. Dauert eine Minute. Und ich werde gucken, was dann danach passiert, ob da der Markt dann, also wer will, kann bei sowas auch mitgehen. Na, Mann, ey. Mitgehen, aber ich bin dann eher, guck, was danach passiert. Also, das wäre dann für mich die Möglichkeit, am Top den Short zu suchen. Ja. Also am Hoch rausnehmen. Und wenn dann der Markt unter diesen Kontrakten handelt, dann wäre das die Idee, da die Shortseite zu suchen, dass die einfach hier die Limits halt bedient werden und dann kommen keine prozyklischen Käufer nach und dann sehen wir, dass der Markt halt nach unten korrigiert. So, schauen wir mal, wie das hier mit den großen Kontrakten ist. Wie gesagt, das ist zwar groß optisch gesehen, wenn ich das jetzt anders einstellen würde, würde man halt die Balken etwas länger sehen. Aber es ist jetzt auch keine Größe, die im Markt jetzt stoppt. Also das kann alles einfach auch durchgehandelt werden und dann geht es einfach weiter. Aber unter normalen Umständen ist es schon so, dass da auch da oben dann mal kurz gefischt wird und das würde ich dann mal nutzen. Am Ende sind es ja auch nicht viele Punkte. Es ist einmal 10 Punkte durchrutschen nach oben. Ja. Also hier wird schon mindestens sehr aktiv immer angepasst, wenn man mal so ein bisschen den Fokus hier auf der Zahl hat. Mal gucken, jetzt hier die 48, da 93 weg. So, jetzt die 50, 83 weg. So, jetzt sind die beiden schon gefüllt. So, und jetzt kommt es drauf an, ob da was nachkommt. Wenn die Minute jetzt zusammensackt, dann wäre es für mich hier der Short. Minute jetzt abwarten. So genau am Hoch dran. So, jetzt haben wir den Short reingepackt.
Wichtig ist es, dass wir unter das Tief der Minute drunter gehen und dann könnte es was werden. Ja, Stop Loss am neuen Hoch. Risiko $20. Ja, schade. Einmal ausgestoppt. Ja, also Idee war, dass der Markt halt durch das Tief dieser 1-Minuten-Kerze fällt und dann weitergeht. Und ja, da ging es direkt weiter. Also auch hier wäre jetzt nur der Ansatz gewesen, über dem Hoch, wenn die Kerze jetzt wieder tief schließt, dann wäre es noch einmal durchaus möglich zu sagen, wir haben jetzt nicht das Tageshoch wirklich gebrochen. Oder wenn die 5-Minuten-Kerze tief schließt, dann wäre das nochmal eine Möglichkeit. Ansonsten darf es halt hier nach oben dann auch durchgehen. Also auf was für eine Kerze hätte ich gesetzt oder gerne sehen wollen, das wäre diese Kerze hier gewesen, so eine, die hätte ich gerne gesehen. Nachdem der Markt hier drunter ist, habe ich dann ein bisschen gewartet, dass er hier wieder zurückkommt und dann durch das Tief dieser Kerze geht. So hätte ich es mir gerne vorgestellt und dass dann die nächsten 3, 4 Minuten halt fallen in Richtung Tief dieser Kerze. So, das war sozusagen der Gedanke und ja, aber ich denke, wenn man jetzt hier auch sich ausstoppen lässt, ist es auch vollkommen okay. Wenn die 5-Minuten-Kerze halt schwach schließt am Ende Richtung 16:20 Uhr, dann wäre es okay, darunter nochmal den Short zu suchen, aber ansonsten bleibt es halt aus. Ja. Weil jetzt sind wir auch so leicht ja über dem Widerstand drüber. Ja, und da bleibt dann halt dann der Long dann auch durchaus auch die Möglichkeit, dass es dann einfach weitergeht. Ja. Vom Flow her hat es eigentlich auch ganz gut gepasst, wurde bis jetzt noch nicht halt wirklich gut bestätigt, das Ganze. Ja, waren am Ende jetzt 10 Punkte minus, jetzt ja auch nicht so viel. Also in den Long so komme ich jetzt da oben nicht rein, auch wenn das jetzt da durchlaufen würde. Aber das Risiko, klar, jetzt wurde ich hier in dem Short ausgestoppt. Aber das Risiko ist genauso auch, dass wenn dann mal die Bewegung durch ist, dass dann halt auch da an der Stelle dann man genauso auch mit dem Long ausgestoppt werden kann. Ja, schön wäre es gewesen, wenn die 5-Minuten-Kerze, man sieht das hier in hellgrün, ja, das ist das Tageshoch vom Vortag. Ja, und das haben wir angehandelt, dann sind wir weggegangen und dass da oben zumindest mal eine Reaktion auch nach unten kommen kann, ist ja auch, wäre jetzt nicht untypisch gewesen, ja, dass man dann den Anstieg, den man jetzt davor gesehen hat, dann auch deutlich abverkauft. Wie gesagt, Limit-Verkäufer lagen auch dort. Aber es hat nicht mal gereicht, um durch das Tief der 1-Minuten-Kerze zu gehen. Und dann kriege ich halt ganz normal den Ausdruck. Und das ist jetzt auch kein Problem. Wichtig ist halt, dass man halt dann schnell wieder rausgeht, wenn man merkt, okay, ja, jetzt bin ich auch ganz glücklich, dass ich den Short da nicht weiter irgendwie verfolgt habe und lasse den Markt jetzt halt squeezen. Dann soll er das halt machen. Ja. Genau. Ja, von daher. Der Long zieht von unten aus, also dann doch konsequent durch. Am Tageshoch gab es eine minimale Reaktion, die aber nicht mal gereicht hat, dass mein kleiner Short hier ins Plus gelaufen ist, schnell ausstoppen lassen und jetzt läuft es hier nach oben durch und ja, dann darf das halt hier auch weiterlaufen. Ich stelle mich auf alle Fälle hier nicht jetzt ohne ein Signal, egal ob aus dem Orderflow oder im 1- oder 5-Minuten-Chart dann mehr dagegen. Ja, wir sind jetzt hier raus und auf der Oberseite und da lass laufen. Ja, und jetzt muss man halt für sich halt überlegen, kann man da oben dann halt als prozyklischer Trader noch mitgehen?
Wie gesagt, ich selber habe jetzt hier zwar Long-Signale hier unten gehabt. Man kann das auch und mit anderen Mitteln auch Long handeln, aber auch da wäre mir das Risiko, dass wenn das Ding halt mal abbricht, zu hoch, dass ich dann. Also weil, wenn man ja jetzt überlegt, wir müssen ja jetzt entscheiden. Das heißt, ich muss jetzt entscheiden, gehe ich hier long oder hier long, und es bedarf halt nur, dass halt auf einen neuen Hoch irgendwann einer reinkommt, das Ding mal auf einen neuen Hoch verkauft. Und dann habe ich auch wieder den Stop-Loss. Und das, da ich ja nicht weiß, wie weit der Markt jetzt noch prozyklisch wegsteigen kann, will ich den Trade halt nicht eingehen. Ja. Ich muss immer ja von mir hier und jetzt entscheiden. Und für einen neuen Long würde ich mindestens warten wollen, dass der Markt runterkommt auf die 15.147, und dann dort zu entscheiden, ob der Markt dann nochmal weitergehen kann. Wenn der jetzt hier einfach so nach oben durchgeht, gut, da komme ich nicht rein. Das war schon auch da unten schon so, ja, in dieser Konsolidierungsphase, wo wir halt knapp an dem Limit bei hier vorbeigeschrammt sind um 2 oder 3 Punkte. Das wäre sozusagen der einzige richtig ideale Einstieg gewesen. Der Short hier für mich ist da oben okay, den zu versuchen. Am Tageshoch von gestern, ja, und auch am Overnight-Hoch, wenn man so möchte, also am Intraday-Hoch, die ja auf ähnlichem Niveau lagen, ist das auf alle Fälle schon mal okay. Ja. So, jetzt achte ich hier wieder auf die Außenkerze. Ja, 16:30 werde ich dann Feierabend machen. Also auf diese Kerze hier. Und solange die nicht rausgenommen wird, darf es dann halt auch weiter nach oben gehen. So, jetzt mal, so eine Umkehr wäre natürlich schöner gewesen für mich. So, also jetzt sieht man hier ins Hoch rein relativ aggressive Verkäufer oder zumindest mal einen Rücksetzer. Mal gucken, wie sie jetzt den Rücksetzer hier aufkaufen, wie die 5-Minuten-Kerze dann aussieht. Ja, seit dem Blob haben wir, sorry, immer noch im 5-Minuten-Chart entsprechend, das sehen wir aus, entsprechend steigende Tiefs im 5-Minuten-Chart, seit dem Tief hier unten jedes eine 5-Minuten-Tief halt höher. Und das wäre hier der erste Bruch. Ja, wäre natürlich doof, wenn es jetzt halt so direkt da unten durchgeht aus diesem neuen Hoch heraus. Aber gut, dann ist so. Sowas kann ja leiten, direkt vom Hoch 3 Minuten, nennen wir so massiv halt runter. Eins, zwei, drei, also das Tief der letzten 15 Minuten rausge- oder angehandelt. So, jetzt gucke ich noch mal durch die Fragen. Hier gab es nichts.
Weil ich gerade bei Twitch sehe, betreff, wir haben, wie gesagt, mit dem Trend mitgehen, ganz klar. Man braucht ja natürlich irgendwo einen Anhaltspunkt, wie man halt reinkommt, zu welchem Risiko. Und ich habe hier den Long verfolgt und bin halt nicht reingekommen, weil wir ja erst ab hier aktiv waren in diesem Bereich. Und da wurde meine Limit nicht bedient. Und oben raufspringen wollte ich nicht. Und dann im Widerstandsbereich, ja, im Widerstandsbereich, zumindest am Tageshoch mit der Reaktion in dieser Minute hier, versucht er den Short zu nehmen, der aber in der Folgeminute direkt gekontert wird. Und ja, 20 Punkte ist jetzt für den Nasdaq-Trade jetzt kein großer Verlust. So, und ja, jetzt ist er halt nur nach oben gegangen und ab einem Punkt X. In dem Fall jetzt hier die 75 ging es halt hier mal kurz 30 Punkte runter, wo der Punkt halt ist, von wo aus der Markt dann plötzlich fällt, ja, oder den Rücksetzer macht, das weiß ich halt ja auch nicht. Vielmehr die hellseherischen Fähigkeiten. Ja. So, jetzt sind wir wieder am Tageshoch von gestern dran und jetzt wird sich hier in den kommenden Stunden wird es halt die Frage dann werden, ob der Markt halt dieses dieses Hoch hier entsprechend wieder verkauft oder dann später nochmal kauft. Also darum wird es für mich gehen. Wir sind also einmal drüber, oben rechts auf der Stunde sind runtergefallen und wenn es halt nicht weitergeht, dann wäre hier später die Short-Seite zu suchen, wenn wir hier oben stoppen. Ansonsten darf der natürlich auch weiter nach oben gehen. Kasse sieht jetzt bis jetzt weiterhin, also Nasdaq, Quatsch, die Apple-Aktie aktuell eiert am Tageshoch von gestern rum. Die Microsoft hat es ja auch bis ans Tageshoch geschafft und nach unten gedrückt. Und die Google-Aktie hat zwar von den Turnaround hier geschafft, ist am Gap Close gewesen. Wenn da jetzt nicht wirklich was nach unten kommt, dann muss man mal sehen, ob der Markt halt wirklich da deutlich fallen kann. Ja. Ja, und vielleicht nochmal einen Trade. Also, wenn es mit dem Order Flow wird, man genauso ausgestoppt, ja, wie auch mit jeder anderen Technik. Das kommt halt vor. Wenn es im Order Flow gut ausschaut, vielleicht da nochmal einen Trade, den ich der Tage gemacht habe. Gleiches Schema. Gut, da habe ich mich per Limit direkt an diese Order dran gehängt. Also da war ich ein bisschen aggressiver. Und wenn das halt einem gelingt, kann man durchaus so einen Top dann auch mal picken. Hier habe ich jetzt abgewartet, dass die Orders durchgehandelt worden sind, um dann nach halt erst Short zu gehen, was in dem Falle bei der langen Bewegung dann schon ja, zu spät war, ja, wenn der Markt halt überhaupt keinen Rücksetzer macht, nicht mal in der Minute, dann sieht das Ganze dann so aus, wie es dann hier aussieht. Ja, am DAX liege ich halt noch ganz gut vorne, von daher ist es okay. Also. So, hier sieht man mal einen Short Trade, der nach dem gleichen Setting gemacht wurde, was man hier heute gerade im Video sage ich schon, was man hier gerade im Webinar gesehen hat. So sieht es dann aus, wenn es halt gut läuft. Da war am Ende, klar, der Stop-Loss lag auch 10, 15 Punkte höher. Ja, also hier oben 10 Punkte höher. Schlussendlich habe ich da genau mit der Technik nur an diesen großen Orders die Limits dran gelegt und ja, war schlussendlich nur einen halben Punkt im Verlust. Und dann ist der Markt nach unten gefallen. Ja. Also da war es am Ende Maximum halber Punkt minus zu fast 24 Punkte plus. Und wenn man sieht, was daraus denn entstanden ist im weiteren Verlauf, ja, ging es hier 100 Punkte runter am Nasdaq. Das ist so die Idee dann dahinter. Gut, jetzt hier am EMA lang geeiert. Also.
Also mich macht es nicht nervös. Also am Ende handle ich meinen Stil, weil hier gerade geschrieben wird, okay, dann sage ich nichts mehr, macht ihn vielleicht nervös. Nee, also jeder darf seine Meinung haben und seinen Trading-Stil halt umsetzen. Und wie gesagt, in der einen Phase läuft es bei dem einen besser und bei dem anderen dann in der anderen Phase halt besser. Ja, also für mich gab es einfach in diesem Long halt kein Zugriff darauf, wo und wann ich den Long hätte eingehen sollen. So, ich hätte einfach nur, also das ist aber für mich jetzt kein Regelwerk im Sinne von, wie ich jetzt handle, weil es auch auswertbar wäre, dass ich halt einfach sage, ich gehe rein und gucke, was danach passiert und gucke, ob ich Gewinn oder Verlust habe. Ja, und das hätte ich hier machen müssen und das ist aber nicht mein Style. So, Folgekerze, also 5 Minuten runter, kleine Kerze, jetzt wieder im Trend nach oben. Boah, habe ich nichts. 16:32. Würde mich jetzt wundern, wenn wir bis heute Abend riesige Bewegungen jetzt noch sehen. Ja, also ich habe jetzt auch gerade überlegt, was könnte hier noch im Angebot drinne liegen halt, so ein bisschen. Also was man durchaus gesehen hat zur Fed, war es ja auch schon so. Normalerweise sagt man ja abwartende Haltung. Und wenn man, ich kann ja hier kurz mal gucken, sollte man vielleicht auch immer mal für sich dann machen, wenn man der Meinung ist, okay, ich will jetzt längerfristiger auch Trader werden und so weiter, dass man halt hergeht und sich auch so gewisse Events einfach abspeichert. So dass man dann so eine Art Event-Ordner hat oder man in seiner Dokumentationsreihe da entsprechend das sieht, was denn da passiert ist. Und wenn man dann sich dann so Fed-Events dann halt anschaut mal, kann man ja vielleicht dann auch überlegen, okay, was könnte da dann auch passieren? Und dann können wir hier nochmal gucken. Ich habe jetzt zwar hier nur den DAX, na gut, jetzt habe ich hier nur den DAX halt. Also es gibt durchaus Events halt, wo vor der Fed halt auch mehr passiert ist, aber ja, so langsam glaube ich, wird es dann auch etwas ruhiger werden. Aber durchaus, wenn halt Schieflagen sind, gab es dann auch Tage, wo es dann vor der Fed dann schon auch deutlicher marschiert ist. Und aber typischerweise ist schon so, dass man sagen kann, mit der Fed erst kommt die große Bewegung. Naja, also ich glaube, ich habe jetzt keinen Trade mehr so wirklich auf Lager. Vom Setting her. Wir sind über dem Widerstand drüber, stehen halt über dem Tageshoch von gestern. Unter dem Intraday-Tageshoch müsste man jetzt für sich entscheiden, sehen wir, dass der Markt versucht, diesen Trend hier fortzusetzen, das Hoch rauszunehmen oder sehen wir, dass wir unter dem Tageshoch von gestern dann eher die Short-Seite nochmal nehmen. Dann wirklich, wenn wir kein neues Hoch haben, hätten wir hier einen Strukturbruch und damit dann die Chance, dass der Markt weiter runterkommt. So, und
um das Bild perfekt zu machen. Die dritte Variante wäre, dass der Markt hier irgendwo rumeiert, seitwärts, und dann ja, haben wir halt nichts. Gut, ja, also da habe ich nichts, wenn man so möchte, etwas schade. Klar, der Ausstopper ist okay. Wie gesagt, 10 Punkte ist jetzt kein Drama. Von daher ist es okay. Bisschen doof halt, dass hier unten der Long, der wäre halt nochmal interessant gewesen. Der hätte ganz gut gepasst, auch in Kombination mit Chart plus Order Flow. Zusammen wurde halt das Limit hier nicht bedient. Im Video sieht man es, glaube ich, 1,04 oder 1,05. Also 15.105 lag das Limit. Im Tief ging es hier runter bis 15.108,25. Also 3 Punkte das Limit verpasst, ist halt immer ärgerlich. Aber ich denke mal, ich habe es auch ausgeführt, dass ich hier oben, wenn der Markt halt da nicht durchgebrochen wäre für den Long Trade, ich dann auch am Hoch da nicht im Widerstand dann so reingehe. Ja, und der, wie gesagt, der Short macht für mich Sinn, ist halt in dem Fall ausgestoppt, ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm für mich, weil gehört dazu. Wichtig war eigentlich, den zu nehmen und nicht sowas zu machen, dass man sagt, okay, ich ziehe meinen Stop halt weg. Ja, was hatte ich gestern auch erst wieder ein Gespräch mit jemandem, ziehe meinen Stop-Loss halt weg. Und kommt dann halt aus der Nummer nochmal plus minus null raus. Das mag in dem Falle hier funktioniert oder hätte in dem Falle funktioniert. Ist aber da an dem Tag, wo der Markt dann halt einfach nach oben durchgeht, das schlechteste Mittel der Wahl und genau einer der Hauptgründe, warum Konten halt regelmäßig geschrottet werden. Ja. Ja, von daher kein erfolgreiches Trading im Sinne des Trades, aber vielleicht im Sinne der Kommentierung und der Ausbildung. Ja, dennoch, ach so, eine Frage noch. Mit welcher Marktbewegung ich heute Abend rechne. Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Darauf würde ich noch mal eingehen. Wir haben ja in allen Märkten ja jetzt hier diese Hochs, oder wenn wir jetzt hier uns den Nasdaq mal anschauen. Die Frage wird für mich prinzipiell sein: Komm her, Markt. Na, dann machen wir es so, damit das ein bisschen. So, das ist die Bewegung der letzten paar Tage im Nasdaq, ja deutlicher Anstieg hier zu sehen. So, aktuell liegt ja die Wahrscheinlichkeit bei knapp 90%, dass wir keine Zinserhöhung sehen. Damit durchaus die Möglichkeit ja gegeben, dass wir auch eine längere Zinspause sehen. Also wenn das Wording ist, längere Zinspause, vielleicht sogar irgendwo einen Hinweis auf eine mögliche Zinssenkung. Oder die irgendwo schon auch in den Fed Fund Watch Tool eingepreist wird, eventuell sogar eine Zinssenkung, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, nochmal deutlich nach oben zu squeezen. Oder, und das ist halt das, worauf ich auf alle Fälle schauen werde, ist, wenn wir trotz eines positiven Ausblickes keine wirklich steigenden Kurse sehen, komme ich relativ schnell zu dem Entschluss, dass man dann sagen kann, sell on good news. Und dann, dass man den Grund hernimmt, warum man verkauft, ist dann der vorangegangene Anstieg. Das wäre so die Idee, die ich da hätte für heute. Und auch wenn man sich den S&P 500 anschaut, vielleicht auch hier mal im Stundenchart, sieht man ja auch, da haben wir auch einen deutlichen Anstieg. Und da könnte genau das gleiche Argument auch zutreffend sein, dass man hier sagt, okay, das ist alles schon vorweggenommen. Die Aussagen, die jetzt gerade kommen, bestätigen das, warum wir hier so gestiegen sind. Schaut man halt, wie gesagt, auf einen anderen, auf diesen Fear and Greed Index, dann ist der an einem Extrem. Kann trotzdem sein, dass der Markt nochmal 1% nach oben auflegt. Und die Besonderheit, ich habe es ja heute im Ausbildungsteil gesagt, auf der 4.400 liegt noch zum Hedgen noch einiges. Also, dass der Markt da auch den Stich dahin macht und vielleicht auch ein bisschen darüber, wäre da auch völlig im Rahmen des Möglichen, wenn da es entsprechende Aussagen gibt. Also vor allem würde ich darauf achten, wenn es Aussagen gibt, die eigentlich positiv zu werten sind und die aber nicht zu dem entsprechenden Impact auf der Oberseite führen, dass man da sagen kann, sell on good news. Ja, und das wäre eigentlich so das Hauptargument aktuell, denn dass der Markt jetzt, also man kann eigentlich ja jetzt nicht erwarten, dass die Fed jetzt so weiter, und das macht, glaube ich, jetzt in dem Umfeld, weiß ich nicht, klar, die Fed kann alles sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn machen würde,
wenn wir jetzt bei 5,5, 5,25% sind, zu sagen, wir bleiben halt weiter straff, während man ja sieht, dass sich die Inflation ja normalisiert. Also wir sind ja schon vom Top aus gesehen ja ein ziemliches Stück zurückgekommen und vielleicht sagt man sich, okay, wenn wir jetzt die Zinsen auf dem hohen Niveau lassen, kommt die Inflation alleine auch mittelfristig auf die 2% zurück, wo wir halt hinwollen. Also sprich, wir müssen erstmal gar nichts tun und wäre für mich eher eine Entlastung, als wenn jetzt die Fed sagt, ja, wir sind 4,1% oder so, ist immer noch weit weg von dem, wo wir hinwollen und jetzt so weiter halt aufs Gaspedal drückt. Ich meine, so ein bisschen dagegen sprechen ja die Zinserhöhungen in Australien und auch in Kanada, aber die liegen ja halt auch noch ein bisschen tiefer. Ja, und das muss man mal gucken. Ja. Aber was halt auch ein Punkt halt sein kann, wäre, der wird auch irgendwann mal eines Tages Thema werden, war auch immer Thema, wenn es so hoch ist, die Zinsen, dass man irgendwann sagt, okay, wir gehen raus aus Aktien, weil wir in einem Festgeld ohne Risiko 4 oder 5% Rendite bekommen. Ja, und wenn man da merkt, dass Märkte halt an einem gewissen Punkt halt nicht mehr weiterkommen, dann ist das auch ein gutes Argument, um Aktien zu verkaufen oder Umschichtung vorzunehmen, raus aus Aktien, rein in Festgeld, weil man da entsprechenden Zinsertrag halt bekommt. Ja. Ist ja auch einer der Treiber gewesen, warum ja Märkte auch so stark gestiegen sind. Also A hat die Fed halt ordentlich die Geldpumpe angeschmissen, dann gab es starke Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen und zusätzlich war es ja so, dass wir ja viele Jahre auch also niedrige Zinsen hatten und das auch dazu geführt hat, dass die Leute raus sind aus dem Sparbuch oder aus Festanlagen, umgeschichtet dann in Aktien haben, um halt Rendite zu bekommen. Ja, und dieses Rad dreht sich auch irgendwann wieder zurück. Muss nicht heute sein, nicht morgen sein, ist dann ja auch was eher mittelfristiges, jetzt vielleicht fürs Trading auch auf aktueller Tagesebene jetzt nicht wirklich interessant, aber wäre jetzt so ein Zyklus, der dann auch wieder kommen könnte. Also 4.400 als Hedgebedarf auf der Oberseite durchaus möglich. Und vor allem das Thema Sell und Good News wäre halt für mich ein Thema, wo ich sage, da könnte ich dann, also das wäre zumindest für mich dann plausibel, das Ganze. Ja, also Markt gerade neues Tageshoch geschafft hier intraday. Da wäre ich jetzt auch nicht wirklich drauf gegangen auf dieses Hoch. Ja. Also von daher belasse ich das dabei, nehme hier zumindest im Nasdaq den Ausstopper mit. Ansonsten heute im DAX für die, um das da zu zeigen, na, wie da der Trade heute war. Nur damit man es mal gesehen hat, da waren es 75 Punkte. Das war der Trade heute im DAX. Da hat besser gepasst, ja, also so ähnlich hätte ich halt gern das Tief gecatcht im Nasdaq, ja, das hätte mir ganz gut getan, aber das Limit wurde halt nicht bedient, hier im DAX wurde das Limit bedient, das wäre halt mein Trade gewesen, so ähnlich hätte der Trade auch ausgesehen, wenn mein Limit heute bedient wurde im Nasdaq und danach auf der Oberseite die Longs rauszuskalieren. Da ich diesen Trade nicht bekommen habe, habe ich halt die andere Seite eingenommen. Ja, und da, wo meine Exits hier aus dem Long waren, könnte man ja auch Short Entries machen. Ja. Gut, da hat man auch noch mal die andere Seite gesehen. Also das steht halt gegen meinen Verlust, gegen die 20 Dollar Verlust. Da stehen ungefähr 336 Euro Gewinn. Von daher ist das verkraftbar. Der Verlust hier, auch wenn er jetzt für das Webinar halt nicht ganz so schick aussieht. Ja. Gut. Ja, und gekommen wäre der Trade halt oder so hätte der dann ausgesehen, wenn wir hier. Also hier, das wäre auch nochmal so eine Trading-Möglichkeit gewesen, hier unten der Long, aber da war mir, ja, der Trendcharakter war hier noch nicht so ausgebildet. Und ansonsten wäre der Long ja hier gekommen, wenn der Markt halt da nochmal das Tief der Kerzen angehandelt hätte. Hat er nicht. Deswegen bleibt es nur hätte Fahrradkette. Dann bin ich gespannt, wie weit der Markt halt vor der Fed noch steigen kann oder wann man eher in die abwartende Haltung geht, das Volumen rausgeht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann nach der Sommerpause, haben wir im Juli nochmal Webinar? Ach ja, im Juli. Haben wir ja Da nochmal kommt, Webinar. glaube ich, deine Pause, ne?
Und dann kommt meine Pause, genau. Denn August ist dann nichts. Genau, also Juli am 12.7. Da bin ich dann wieder für euch da. Da ist auch kein Verfall und kein Fettzinsentscheid und so weiter. Dann schauen wir mal, dann haben wir aber wieder das Thema Sommertrading. Mal gucken, wie das Volumen bis dahin ausschaut. Und dann wünsche ich euch erstmal weiterhin gut und erfolgreiche Trades. Wie gesagt, wenn es richtig gut läuft, ist das Webinar hier online am morgigen Tage oder in 2 Tagen da entsprechend entweder auf den Kanal bei FX Flat schauen und dann da mal reingucken. Ansonsten vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr hier dran interessiert seid und ein Konto bei FX Flat eröffnet, habt ihr sogar die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Also ihr könnt immer mit mir in Kontakt treten, aber hier wäre sogar der Vorteil, wenn ihr das habt, eines kostenfreien Erstgesprächs plus eine kostenfreie Coachingstunde. Wir haben einige genutzt, einfach auch mal, um in der Stunde genau so eine Frage auch zu beantworten. Du, Heiko, ich möchte gerne Skype-Trading machen. Bin ich dafür geeignet? So sieht es aktuell aus. Da stolper ich immer drüber. Kannst du mir mal Tipps und Tricks geben? Und dann kann man darüber auch in der Stunde das mal das Ganze besprechen. Und falls halt ein großes Coaching draus entsteht, dann würde diese Stunde logischerweise damit verrechnet werden. Wenn ihr da Interesse habt, dann über FXFeld ein Konto eröffnen und dann könnt ihr daran partizipieren. Gut, das war's dann so von meiner Seite. Gab es noch Fragen? Ich gehe nochmal schnell alles durch. Ich Ja, glaube, da war noch nie. eine von Oh. Rudi. Also 20 Uhr kommt die Entscheidung und 20:30 Uhr dann die Pressekonferenz. Ganz genau. Also meistens ist es so, dass das fett gequatscht. Ich meine, Markus Koch überträgt es, glaube ich, live. Ansonsten bei YouTube gibt es auch einen Live-Kanal, wer es auf Englisch sich anhören möchte, die Rede. Und da muss man halt überlegen. Ich selber bin nicht am Markt. Ja, ich bin da auf der Couch oder noch im Garten und gehe oder bin Abendbrot essen. Also ich bin da nicht dabei. Dann danke Heiko, wie immer top. Ausdauer gehören zum Trading dazu. Ja, ist ganz normaler Teil. Also ich bin froh über den Ausdauer, weil es ging ja danach dann nochmal 10, 20 Punkte höher. Also von daher alles easy. Dann nochmal schnell bei Twitch reingeschaut, was da noch jetzt da reinkam. Und dann hätten wir es soweit. Orderbuch, weil nochmal gerade gefragt wird oder Aussage, Orderbuch ist auch nicht der heilige Gral, definitiv nicht. Aber er zeigt hier und da gibt es Entries, die halt man so manchmal nicht bekommt. Ja, heute hat es nicht so geklappt und man darf immer den Einzeltrade, den man in so einem Webinar sieht, halt nicht überbewerten. Ja, wenn man dagegen ja den Trade, den man dann heute oder den ich ja vorhin gezeigt hatte, wenn man den dagegen sieht, dann ist es einfach so, dann den kriegt man, glaube ich, so ein Short Trade am Hoch kriegt man sonst relativ schwer, glaube ich, in einem Markt halt gefasst, ja, den ich dann vorhin gezeigt habe. Und da, wenn man das dann sieht, wenn man jetzt das mal vergleichen, nur diese beiden Trades, wenn man diese beiden Trades vergleicht, dann ist es ja so, dass wir, also vergleichen wir dann nochmal den Trade mit dem Ausstopper hier dazu. So, mit diesem, ja, egal, kann ich jetzt nicht nebeneinander legen. Mit dem Ausstopper dazu, dann wird es ja immer noch so stehen, dass hier der linke Trade, ja, dass der linke Trade hat, lassen wir mal den kleinen hier weg, aber der linke Trade hat plus 23 Punkte oder 24 Punkte gebracht zu minus 10. Also damit stehe ich jetzt nur bei diesen beiden Trades trotzdem im Gewinn, obwohl da minus 10 Punkte rausgekommen sind und da plus 24. Ja, so, und deswegen, das muss man halt im Gesamtkontext dann immer wieder beachten. Ja, das ist ein Trade von Tausenden, die ich danach gemacht habe und die Trefferquote liegt aber deutlich im Plus für diese Art des Handelns, definitiv. Ja, also da gibt es manchmal schon geniale Einstiege. Die kriegt man halt aus dem Chart heraus nicht. Ja, ich meine, hier ist der Nasdaq Vollgas nach oben gestiegen und ich habe am Hoch das Top halt getroffen. Ja. Und das ist dann halt dann schon nice. Alright. Dann euch für heute Abend, wenn ihr die Fed handelt, viel Erfolg. Passt auf euer Risiko auf.
Und dann sehen wir oder hören wir uns an bekannter Stelle oder dann halt spätestens am 12.07. Und das letzte Wort wie immer hat der Nelson. Vielen, vielen Dank, Heiko. War super Webinar heute mal wieder und du hast alles gesagt. Ich schließe mich dem an. Viel Erfolg. Passt auf eure Positionen auf und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Noch eine erfolgreiche Woche. Ciao zusammen.